Martin, du Lasch! Das ist ein Zauberwort und kommt aus dem Ungarischen und heißt Fahren mir. Spiel, Indulasch. Wir reiten durch Nacht. Er ritt. Ich blieb. Mir hätt's fein duckt, mit dem Stern, wo es geführt hätt. Das Heimat wird hinter uns lang. Wüsteneben ist schnell näher. Und ich habe mich schon gefreut auf unsere Kollegen. Kaspar, Melchior und Balthasar. Und plötzlich frischte der Wind auf. Blies uns beißenden Staub in die Augen. Wir haben um unser Leben gefürchtet und haben unseren Weg gebahnet von einer Sandwoge durch die andere, in der Hoffnung, dass wir an einem Ort unterstehen können. Aber nichts ist gesehen. Dann haben wir schon keine Hoffnung mehr gehabt. Wir haben uns einfach so willen in Sand gefallen lassen. Das Mal sind wir aus dem Sturm rausgetaumelt. Und still ist es gewesen. Kaufleute zu gelangen, mussten sie einen ziemlich großen Umweg machen. In langsamer Prozession führten sie die Karawane wohlbehalten aus der Wüste heraus. Den Stern konnten sie immer noch sehen. Vielleicht verwischen wir drei König doch noch. Dann versperrte ihnen ein tiefer Abgrund den Weg. Es gab keine Brücke, keinen Pfad, der um ihn herumführte. Sie mussten aber hinüber. Die Kaufleute hatten Angst. Ihre Kamele hatten Angst. Marcel hatte Angst. Und Chamberlain hatte Angst. Ich habe nie Angst. Ah, Chamberlain machte ihnen Mut. Allah Akbar. Gott sei Lob und Dank. Da drüben sind schon die ersten Häuser unserer Stadt. Da geht's nicht durch. Was sollen wir tun? Wir müssen außen herum. Aha. Halt! Halt! Wer seid ihr? Wohin wollt ihr? Was wagt ihr es, uns hier auszuspionieren? Wir folgen nur dem Stern. Ja. Und unseren Freunden. Ja, genau. Und da ist uns die Mauer in den Weg gekommen. Land ist vorbei. Wir wählen eh nichts von euch. Land ist durch und wir vergessen euch sofort. Das könnte euch so passen. Unser Herrscher wird bestimmen, was mit euch geschehen wird. Ob ihr weiter dürft oder ins Gras messen müsst. Oder ob ihr den Kindern beim Mauerbau helfen müsst. Damit da endlich was weitergeht. Die Mauer wird von Kindern gebaut? Kleine Nichtsnutzen fremder Länder. Red nicht so viel. Bring er mit zu eurem Chef. Das machen wir sowieso. Der
Stall, von dem die Hirten erzählt hatten, lag vor ihnen auf einem Hügel. Sie rannten so schnell sie konnten. Und die wird vielleicht nährt, oder was? Entschuldigung, so war es nicht gemeint. Das Popile, der Krippa, der König. Die das eh sucht, sind schon lang weg. Unsere Reise ist immer so gsi. Vergebens. Vergebens, ma du nervst mich. Masel fiel auf die Knie und weinte. Gibt's in ganz Bethlehem keinen Stall, wo mein Ruhe wiederkehren kann? Erst der Scheidig Schrupp und jetzt auch noch die zwei.